Willkommen zurück bei Let's Play Scribblenauts Unlimited, liebe Freunde. Wir müssen heute wieder in eine neue Welt gehen, und zwar geht's heute in den Metaphernwald. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was uns hier erwartet. Willkommen im Metaphernwald, da wartet auf jeden Fall schon mal ein Hippie, ein Junge mit seinem Drachen wartet hier, irgendwie Wölfe, ein Moskito und hier direkt eine Starride-Aufgabe. Hilft dem Pfadfinder, sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Das machen wir doch gerne. Das Verdienstabzeichen startet. Und wir wollen natürlich unseren Starride bekommen. Hilft den Pfadfinder, sein Verdienstabzeichen zu bekommen. Gib ihm zuerst ein Werkzeug, um diesen Baumstamm zu schnitzen. Ja, so ein Baumstamm, den schnitzt man natürlich mit einer stumpf gibt's wieder nicht, wa? Stumpf. Doch, das gibt's schon. Hä? Okay, stumpf. Kleine Sägefisch. Jetzt gibt's ihn doch nicht. Dann gibt's halt den starken kleinen Sägefisch. Ja, mit dem kannst du auf jeden Fall ziemlich geil. Der hat mit dem Sägefisch ein Dingens geschnitzt. Ah, Feuersicherheit als nächstes. Gib dem Pfadfinder etwas, um die Puppe zu löschen. Ja, so eine Puppe löscht man natürlich idealerweise mit einer kalten Dusche. Und zwar so eine Duschkabine. Ja, doch, die ist ideal dafür, um den Dummy da dann reinzustellen und ihn abzubrausen. Jetzt, wo das Feuer aus ist, braucht der Pfadfinder etwas, um die Wunden des Dummies zu heilen. Auch die Wunden wurden scheinbar mit der Dusche geheilt. Denn so eine Dusche, die heilt alle Wunden, keine Ahnung. Zeit zum Zielschießen. Gibt dem Pfadfinder als erstes richtige Schutzausrüstung. Ja, da braucht er natürlich Protection, meine Lieben. Der braucht einen Ritterhelm. Und zwar nicht irgendeinen, nein, er braucht einen stählernen Ritterhelm. Okay, dann halt einen sabbernden Ritterhelm. Wer braucht den nicht? So, ab mit deiner Cap. Und jetzt ist es an der Zeit zum Zielschießen. Gib dem Pfadfinder eine Waffe zum Üben. Ja, mit welcher Waffe kann man natürlich besser üben als mit einer verfluchten Minigun. So, eine verfluchte Minigun ist immer zum Zielschießen ideal. Jetzt muss man nur noch treffen können und... Ah, schau mal, jetzt kommen da wirklich überall Geister. Oh Gott, das gibt doch jetzt Krieg. Ich habe die Starride-Aufgabe trotzdem noch abgeschlossen, glaube ich. Dann sammle ich den mal schnell ein. Bevor es hier... Wow, drunter und drüber geht, die ganzen Geister. Oh, das Spiel ist einfach zu geil, ne? 22 Starrides haben wir insgesamt. Yay! Und es geht hier direkt weiter. Lasst uns mal schauen. Der Junge will was. Bestimmt, dass wir den Moskito loswerden. Was? Dieses Insekte sind zahllos. Hilf mir, sie fernzuhalten. Der Alpinist möchte die Insekten loswerden und das macht man natürlich am besten mit einer glibberigen Fliegenklatsche. Fliegenklatsche mit IE natürlich, sorry. Bin ein bisschen dumm heute. So, jetzt kannst du hier mal richtig Gas geben. Sehr schön, insektensicher. So muss es sein. So, der will bestimmt auch was. Oh, der Stein wollte auch schon was hier, der Stein der Weisen. Nee, es ist nur Schmutz. Das ist nicht bequem zum Schlafen. Erschaffe etwas Besseres für den Rucksacktouristen. Ja, so ein Rucksacktourist, der liegt natürlich liebend gerne auf einer alten, nassen Feldbett. Das lieben die ja einfach, Leute. Ich würde hier gerne absteigen. So, auf jeden Fall besser als ein Stein. Schlafe in den Elementen. So, was möchte der Koch denn haben? Ne, es ist ein Wissenschaftler. Ach so, mit einer Kochmütze. Meine Nase ist nicht gut genug, um alleine Trüffel zu riechen. Tja, dann brauchst du wohl nehmen wir mal große Trüffelschwein. So, bitteschön. Jetzt reitet er hier auf dem... Oh, was ist das denn für ein gigantischer Pilz? Ein riesiger Giftpilz. Na, den will ich aber nicht essen. Und es ist eine gigantische giftige Suppe, oder was? Nein, ein riesiges Risotto. So, sehr schön. Haben wir wieder eine Aufgabe geschafft. Was wollen die Hippies denn hier? So, was mal schauen.
verhindere, dass Jack diesen Baum fällt. Und der sagt, ich muss den Baum fällen, aber ich habe kein Werkzeug. Ah, jetzt muss ich mich entscheiden. Na gut, dann verhindern wir erstmal, dass Jack den Baum fällt. Und zwar, indem wir einfach sagen, Jack ist dumme, blinde, ängstliche Jack. So, und schon weiß er nicht mehr, was er machen soll. Hilfe, dein Starrage-Splitter-Zähler wird rot, sobald Splitter nicht sammelbar sind. Setze das Level zurück, bevor diese Splitter eingesammelt werden. Okay, dann setzen wir das Level mal eben schnell zurück. Ja, einmal schnell zurücksetzen. Schade, schade, schade. Jetzt sind unsere ganzen schönen Sachen weg und oh, auch wir sind nicht mehr schnell. Dann machen wir halt hier schnelle Fliegende. So, dann spare ich mir die Flügel nämlich, meine lieben Freunde. Und dann helfen wir diesmal Jack, würde ich sagen, ne? Dass der den Baum gefällt bekommt. Und zwar, wie fällt man heutzutage einen Baum? Wir hatten einen Sägefisch, wir hatten eine Axt, wir hatten eine normale Säge. Man kann natürlich auch eine automatische, agile Motorsäge benutzen. So. Und jetzt will ich mal sehen, dass der Baum gefällt wird. Ich mache nur meine Arbeit. Oh, und der Hippie ist jetzt traurig und fängt an zu weinen. Haben wir hier noch eine Aufgabe? Nein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier hochfliegen. Okay, der Baum und sie hier will auch irgendwas. Ein Paparazzo. Ich habe eine Bigfoot-Höhle gefunden, brauche aber etwas zum Dokumentieren. Dann solltest du auf jeden Fall die kaputte Fotoapparat. Der kaputte Fotoapparat, der ist natürlich ideal, um Fotos zu schießen von Bigfoot. So, komm, nimm die. Will sie nicht machen. Na gut, dann muss ich hier wohl reparierte. So, jetzt kannst du damit aber Fotos schießen. Fotografischer Beweis, der arme Bigfoot ist enttarnt. Es gibt jetzt einen Beweis, dass er wirklich lebt. Und wir sind schuld. Die Eibe, befruchte den Obstbaum. Okay, ich soll den jetzt befruchten. Alles klar, Leute, guck mal eben kurz weg. Ne? Fep, 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 fep. So, wie befruchten wir so einen Obstbaum? Am besten natürlich mit einer gigantische blinkende Biene. Das ist immer ideal, um so einen Obstbaum zu befruchten. Und eine Biene, die größer ist als der hier, als die Eule, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Wir haben die Aufgabe auf jeden Fall bestanden und da oben geht's noch weiter. Der hier, oh, den können wir dann bestimmt auch spielen. Der will bestimmt seinen Drachen wieder haben. Patches, mein Drache steckt im Baum fest. Hilf mir, ihn herunterzuholen. Ja, kann ich gerne machen. So, komm mal her. Zack, dann nehmen wir den. Und dann können wir den hier wieder abgeben. Und wir haben die Aufgabe erledigt. Zwei Sachen muss es hier irgendwo noch geben. Okay, die beiden hier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder gegeneinander. Hilf uns, das Baumhaus fertigzustellen. Ja, so ein Baumhaus braucht natürlich auf jeden Fall eine geheime Falltür. So. Nimmt die Falltür. Ihr könnt damit nichts falsch machen. Okay, die wollen das nicht machen. Dann brauchen die wahrscheinlich einen mobilen Hammer. Ja, so ein Schlegel. Warum eigentlich nicht? So, bitteschön. Dann baut ihr halt damit weiter. Wer keine Falltür in seinem Baumhaus haben will, den kann man halt nicht mehr helfen. Selber schuld. Ah ja, da drüben sind noch die Wölfe. Was wollen die von uns? Mal schauen. Wenn ich ein Menschenbaby aufziehen könnte. Okay, die wollen ein Menschenbaby aufziehen. Dann nehmen wir mal das starke, nasse Baby. So. Das könnt ihr gerne aufziehen. Und da ist Mowgli. Oder wer ist das? Nein, es ist der starke, nasse Druide, der jetzt daraus entstanden ist. Und wir haben das Level abgeschlossen, oder nicht? 10 von 10 sehe ich da. Wieso bekomme ich nicht so ein Levelabschlusszeichen? Na, wir haben aber alles gemacht eigentlich. So, das heißt, wir können in die nächste Welt gehen. Gehen wir mal hier hin. Majuskelgrotte. Okay, mal schauen, was uns da schon wieder erwartet. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, eine Hexe. Der sieht aus wie ein Basketballspieler. Warum? Nur weil er schwarz ist, ist doch klar. So, hier haben wir eine fliegende Gorgone. Okay. Oh, die hat die Leute schon versteinert. Das ist natürlich schlecht.
Hilfe, sorgt dafür, dass die einsame Medusa einen Partner findet, damit sie uns in Ruhe lässt. Ja, die einsame Medusa, mit wem könnte die denn jetzt ein Partner werden? So eine Medusa, die will doch bestimmt mit einer starken, großen Kobra. Starke, große Kobra. So. Nein, das reicht ihr nicht. Okay. Dann will sie bestimmt mit einer fliegende Minotaurus. So. Ist auch kein schönes Pärchen. Doch. Ah, ja, doch. Herzschmerz, Medusa. Jetzt ist es doch ein super schönes Pärchen. Die Leute sind wieder aufgetaut, könnte man sagen. So, was möchte die denn hier, die Anglerin? Ich angle schon den ganzen Tag, fange aber nichts. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann solltest du einfach mal den Regenbogen farbig, oder was? Das gibt es so nicht, aber Makrele. Mal schauen. Regenbogen, bunte Makrele, genau. Die ist natürlich herzallerliebst, die darfst du dann gerne fischen. Und schau mal hier, wie wir diesen See hier voll mit regenbogenfarbenen Makrelen vollgestopft haben. Ist es nicht schön? Herrlich, herrlich, herrlich. So, was will das Phantom der Opa denn hier? Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier anklicken. Opernsänger, ich bin zu hässlich für die Liebe. Tja, für die Liebe ist man eigentlich nie zu hässlich. Aber was könnten wir machen? Wir könnten ihm eine hässliche Braut geben. Und die passt dann auf jeden Fall zu dir. Und dann seid ihr ein schönes Pärchen. Auf jeden Topf passt nun mal ein Deckel, liebe Leute. Und schon wird aus dieser Grotte hier die Lustgrotte. Und ich hau ab, bevor die beiden hier irgendwelche Scheiße machen. So, wen haben wir hier? Rotkäppchen. Hey, das ist wirklich Rotkäppchen. Ich brauche Vorräte für Großmutter. Ja, die Großmutter. Die braucht natürlich trockene, alte Brot. So. Da freut sie sich drüber. Da kann sie die Enten mitfüttern. Und dann ist sie glücklich. Was haben wir denn hier wieder? Ich will mir von diesem Brunnen etwas wünschen. Ja, dann brauchst du natürlich eine gigantische, alte, silberne Münze. Denn nur so eine gigantische, silberne Münze, die sorgt wirklich dafür, dass Regenbogen und Einhorn in Erfüllung gehen. Oh mein Gott. So, die will aber noch was. Okay, was kann ich denn noch für sie tun? Nee, das war's schon. Ach so, sie will noch davonreiten. Alles klar, dann reite davon. Wünsch dir was. Hätten wir damit auch abgeschlossen. Hier ist noch ein Star Ride. Das schaffe ich jetzt allerdings nicht mehr. Dann schauen wir uns zumindest an, ups, was die Oma noch will. Mein Haus sieht so langweilig aus. Es könnte etwas Farbe gebrauchen. Okay, dann machen wir hier mal einfach den Notizblock. Und wir kennen ja schon glitzernde, Regenbogen, bunte, LSD-farbige, nein, Quatsch. Also glinzernde, egal, der kennt das schon als glitzernde, so. Sehr schön, guckt euch das LSD-Haus an. Das macht jeden Hippie glücklich. Da oben gibt es bestimmt auch noch was zu tun. Nein, gute Arbeit, aber egal. Ich warte noch. So, hier ist eine Hexe. Hilfe, Hilfe, verleih meinem Haus ein Adjektiv, um sie davon abzuhalten, es aufzufressen. Ja, das klappt natürlich sehr leicht, indem man sagt, giftige, stinkende, ranzige Haus. Ja, da ist ihnen jetzt die Lust auf das Haus vergangen. Hausdemolierer sind damit auch weg. Hänsel und Gretel, die beiden Terroristen, die immer das Hexenhaus fressen wollen, haben wir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder, wenn ihr mögt. Dann machen wir direkt die erste Star Ride-Aufgabe. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ciao!